Ja, liebe Gäste, ich nehme Sie weiterhin auf meine Reise durch Usingen mit. Wir besuchen jetzt ein besonders wichtiges Gebäude für Usingen. Das aus dem Jahre 1895 stammende Gebäude ist nämlich unser Bahnhof, der schon viel in seiner Geschichte hier erlebt hat. Damals errichtet und auch viele Jahre so als Bahnhof betrieben, war er praktisch das Wahrzeichen, was man von der Stadt gesehen hat. Nämlich er stand ziemlich alleine dort. Mittlerweile hat sich die Bebauung ja Richtung Stadtmitte hier durchgesetzt. Der Bahnhof war vor einigen Jahren doch auch immer so ein Gebäude, wo sich viele Gedanken gemacht haben, was passiert damit, weil in der Regel hierfür das Geld gefehlt hat, solche Gebäude zu sanieren und zu erweitern. Deshalb bin ich besonders froh, dass der Verkehrsverband Hochtaunus hier die Entscheidung getroffen hat, da sitze ich ja auch als Bürgermeister im Vorstand, dass man sich der Sanierung dieses wunderschönen Gebäudes auch angenommen hat. Wir haben dann innerhalb von 10 Monaten eine behindertengerechte Sanierung durchführen können, beziehungsweise der Hochtaunuskreis. Wir haben als Stadt Usingen auch unser Schärflein dazu beigetragen. Wir haben 50.000 Euro als einmaligen Zuschuss gewährt und haben natürlich mit unserer Wirtschaftsförderung dafür gesorgt, dass der Bahnhof auch innen neues Leben bekommen hat. Es konnte erreicht werden, gemeinsam mit dem Verkehrsverband Hochtaunus, dass man neben einer Bäckerei im Erdgeschoss einen Kiosk als Mieter gewinnen konnte. Wir haben im ersten Obergeschoss das Jugendberufsbildungswerk vom Hochtaunuskreis als Träger und eine Usinger Fahrschule als Nutzer gewinnen können. Für den Anbau konnten wir auch einen Limousinenservice gewinnen. Und was mir auch besonders Spaß gemacht hat, aber das zeigt auch, wenn man Kontakt mit mir aufnimmt, gute Ideen hat. Unsere Usinger Künstlerin Frau Hammesfahr hatte mich vor einiger Zeit mal angeschrieben, ob wir es nicht vorstellen könnten, im Bahnhof ein Bücherregal aufzustellen. Das heißt, ein offenes Bücherregal, wo Menschen ihre Bücher, die sie nicht mehr brauchen, hineinstellen können, andere das rausnehmen und auch auf der Fahrt, auf der Wartezeit eben dann auch lesen können. Und dieses Bücherregal hat wirklich sehr viel Freude gemacht, sehr viel positive Stimmen. Und deshalb freut es mich da auch, dass wir dieses Projekt dann zum Schluss so umsetzen konnten. Ich glaube, wenn man so sieht, was alles passiert ist in Usingen, kann man mit Recht sagen, wir können stolz sein auf das, was in den letzten 6 Jahren hier gemeinsam mit Politik, Bürgerinnen und Bürgern, dem Gewerbeverein und natürlich mit mir als Bürgermeister hier für Usingen entstanden ist.